Wie ihr sehen könnt, ist das Auto richtig dreckig. Hier ist das die Rückfahrkamera. Das ist die 360-Grad-Ansicht. Und hier sieht man ganz gut, dass auf der rechten Seite noch so ein bisschen was sauber ist. Da steht unser Tesla. Nach hinten ist ziemlich schlecht. Hier so schräg nach vorne links ist noch mal ein bisschen was sichtbar. Nach vorne kann man kaum was sehen, denn wir stehen hier gerade im Carport. Die Schubkarre ist gar nicht mehr zu erkennen hier. Also das heißt, höchste Zeit, das Auto durch die Waschanlage zu schicken. Denn das ist so ein bisschen der Nachteil bei den ganzen Assistenzsystemen. Die brauchen gute Sicht. Insofern musst du dein Auto öfter waschen, als du das vielleicht mit einem Auto ohne Assistenzsysteme machen würdest. So sieht der e-tron nach 2000 Kilometer Langstrecke bei Schmuddelwetter Salz aus. Ich habe das mittlerweile deutlich gemerkt. Im Innenraum, die Navigationssysteme, also die Assistenzsysteme, haben immer mehr Einschränkungen gehabt. Denn wenn jetzt zum Beispiel Dreck auf der Seite ist für den Totwinkelassistent oder der Abstandstempomat durch Dreck oder Schmutz verdeckt ist, dann funktioniert das nicht mehr so hundertprozentig. Aber insgesamt haben die Systeme nach wie vor gut funktioniert. Jetzt ist es höchste Zeit, dass ich das Auto in die Waschanlage schicke. Ich zeige euch nochmal einen kleinen Nachteil hier von dem e-tron. Deswegen fahre ich jetzt hier eine Waschanlage, wo per Hand sozusagen vorgewaschen wird. Durch diesen Heckspoiler hier kommt die Bürste der Waschanlage nicht oberhalb dieses Bereiches. Also hier sieht man noch vielleicht den Dreck vom vorletzten Nutzer sozusagen. Das heißt, man muss hier wirklich richtig tief reinwischen, damit das dann weggemacht wird, denn die Bürsten machen das nicht. Aber nun geht's auf in die Waschanlage. Ich bin jetzt gerade hier in der Waschanlage, das Auto wird einschamponiert und jetzt sieht man mal, wie hier auch zum Beispiel die Linse von den virtuellen Außenspiegeln an ihre Grenze kommt. Ich werde immer wieder mal gefragt, Dirk, gibt es ein Problem mit dem Elektroauto in die Waschanlage zu fahren? Nein, natürlich nicht. Man kann ja auch ganz normal im Regen fahren und laden. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist alles sicher. Und beim Elektroauto ist es so, dass du, wenn du weißt, wie man in die Waschanlage mit einem Automatikfahrzeug fährst, überhaupt nichts bedenken musst. Das heißt, ich muss jetzt hier gleich auf neutral umstellen. Hier ist ja der Fahrtrichtungswahlhebel oder wie das im Fachjargon heißt, und dann wird das Auto durch die Waschanlage gezogen. Das ist also alles überhaupt gar kein Problem. Spannender wird es erst, wenn du das Auto dann alleine durch die Waschanlage ziehen lassen musst. Dann musst du in der Betriebsanleitung schauen, wie man so eine Art Abschleppmodus oder wie es auch immer heißt aktiviert, damit das Auto dann durchgezogen wird, während du nicht im Auto bist. Im schlimmsten Fall musst du einfach im Auto bleiben. Ja, so sieht's aus beim Waschen. Wie gesagt, ich fahre hier ganz gerne zur Waschanlage, weil sie meint vorher alles per Hand wischen und somit wird das Auto dann auch definitiv sauber werden an den Stellen, wo eine normale Bürstenwaschanlage nicht rankommt. So, Automatik habe ich auf neutral. Ich werde langsam in die Waschanlage reingezogen. Jetzt beginnt das ganz normale Waschprogramm hier. Also wie gesagt, das ist völlig problemlos, mit dem Auto hier durchzufahren. Der e-tron kommentiert das hier jetzt auch schön mit einem großen Orchester. Das kann ich natürlich ausschalten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Lautsprecher ausschalte, dann ist das kein Problem. Hier habe ich die 3D-Kamera. Können wir mal schauen, wie das Auto erlebt, jetzt hier durch die Waschanlage zu fahren. Denn durch die Windschutzscheibe sehen wir ja im Moment gerade gar nichts. Wenn wir hier durch sind, dann müssten auch wieder alle Kamera, alle Sensoren richtig sauber sein. Das Auto wieder perfekt funktionieren. Ja,
das war die Waschanlage und Ansicht der 360-Grad-Kamera. Rechts der Außenspiegel ist wieder gut, kristallklares Bild. Links auch. Man sieht, hier ist auch alles in Ordnung. Die Ampel springt auf grün, zeitlos zu fahren.